Grüß euch zu einer neuen Ausgabe im Gewölbe des Zauberers. Ich zeige euch heute die Hundesitzbank. Und diese habe ich mir auch bereits gekauft und ausgerüstet und werde sie euch nun vorstellen. Die Sitzbank besteht aus einem ziemlich schönen Baum, der uns Schatten spendet. Und unter diesem Baum ist dann die genannte Sitzbank und drei Hunde befinden sich um uns herum. Zum einen haben wir hier eine Dogge auf einem Kissen liegen. Davor sind zwei Näpfe, natürlich eins für Futter und eins für Trinken. Unser Charakter interagiert auch zumindest teilweise mit dieser Dogge. Sie guckt ja die Dogge die ganze Zeit an und die Dogge, ja, schaut immer mal wieder in unsere Richtung. Hier vorne liegt noch ein kleines Hundespielzeug in Form einer Ente. Das ist auch recht süß gemacht. So ein Hundespielzeug hat mein Hund ebenfalls. Weiter geht es hier vorne mit dem Rottweiler, der zu unseren Füßen schläft, beziehungsweise so ein bisschen dämmert. Er wacht immer mal wieder auf und gähnt, aber im Großen und Ganzen schläft er. Vor ihm liegt ein kleiner Laubhaufen von dem Baum oben. Das Ganze wirkt dadurch ein bisschen herbstlich. Ob dieser Skin sich jetzt im Laufe der Jahreszeiten verändert, denn wir haben ja gerade Herbst, das müsste ich nachreichen. Kommen wir jetzt weiter zu den Details. Hier vorne haben wir noch ein Hundespielzeug, so einen kleinen Knoten. Damit können Hunde nämlich immer ziehen. Da beißt der Hund in den Knoten rein und dann können sie miteinander zerren. Kleiner Hinweis, das macht man nicht mit Welpen. Damit macht man das Gebiss kaputt. So, und jetzt kommen wir zu dem Hauptelement auch noch. Das habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Das ist nämlich diese Rutsche, auf der der Korgi hier drauf steht. Wie ihr seht, der legt sich ab und an da vorne auf die Schnauze, wenn er versucht, ein bisschen nach vorne zu gehen. Also hier über die Treppe können sie hoch. Und dann könnten die Hunde eigentlich hier runterrutschen. Momentan steht der Korgi da oben drauf. Und traut sich wohl nicht so ganz. Aber sieht auch ganz süß aus, wenn er uns von dort oben zusieht. Da seht ihr auch, wie die Dogge uns gerade angesehen hat. Hinten gibt es dann nichts weiter außer ein bisschen Gestrüpp. Aber das Interessante spielt sich ja sowieso vorne ab. Ich hoffe, dass ich euch einen guten ersten Eindruck vermitteln konnte. Und bis zum nächsten Mal.